Flo fleißig, oh la la. Flo fleißig, oh la la. Ja, wir haben ja schon viel gelernt. Ich meine, auf dem Dach waren wir schon. Und in diese Tupperbox, da haben wir auch schon reingeguckt. Aber jetzt haben mich ganz viele Leute gefragt, du, Flo fleißig, wie macht man denn so eine Antenne? Ja, also ich musste da auch erstmal jemanden fragen. Und der hat mir gesagt, eine Antenne, die brätst du dir einfach. Kein Problem, braten, das kann ich. Also, man braucht da vier Sachen für. Einmal so ein Antennenblech, das ist so groß wie eine normale Schokolade. Naja, vielleicht ein bisschen größer und da ist ein Loch in der Mitte. Das kriegt man da irgendwie rein. Und dann braucht man noch, ganz wichtig, den Kupferdraht. Das ist das Allerwichtigste. Den müssen wir nachher noch biegen. Und dann braucht man noch, schön klein, einen Antennenstecker. Der ist ein ganz spezieller Stecker und den kriegt man im ganz speziellen Laden. Kein Problem. Und natürlich fürs Braten braucht man eine Bratpfanne. Aber die haben wir ja. Und das da, das ist Hummus. Mmh, lecker. So, dann kommen die Sachen da mal alle rein. Antennenblech. So, auf den Ofen stellen, anmachen. Bisschen Öl dazu. Ups, nicht so viel. Ein bisschen Salz. So, jetzt gucken wir mal, was jetzt passiert. Naja, das war wohl nichts. Braten ist irgendwie doch was anderes. Aber weil ich schon mal da war, habe ich gleich noch Bratkartoffeln gemacht. Mmh, lecker. Mmh. Braten ist nämlich was? Eigentlich Löten. Da braucht man Lötkolben für. Habe ich mir auch gleich einen gekauft. Kinderlötkolben, damit man nichts kaputt machen kann. Der muss dann gleich in den Strom eingesteckt werden und dann wird der ganz heiß. Ja, schön vorsichtig sein. Aber das machen wir nachher. Bevor wir nämlich braten, wie wir Fachleute sagen können, müssen wir erstmal biegen. Und biegen ist biegen. Hier ist unser Kupferdraht. Und von meinen Freunden von freifunk.net habe ich eine detaillierte, mehrschrittige Anleitung bekommen. Die passt auf einen Bierdeckel. Da ist sie. So muss das hinterher aussehen. Und die Kantenlänge von diesen gebogenen doppelachten Christbaumbäume Antennenbiegevorlagen, die müssen immer 3,1 cm lang sein. Wichtige Zahl bei Freifunk, 3,1. So, dann fangen wir doch mal an zu biegen. Profis machen das natürlich mit einem Stift und messen das dann vorher ab. Aber man kann es auch anders machen. Wenn man weiß, dass es funktioniert, geht alles leicht. Naja, oder auch nicht. 6,2. Scheiße, oder so. Ach, Quatsch. Muss doch oben rum. Wieder zurückbiegen. Okay, nochmal. Ja, so muss das dann ungefähr aussehen. Naja, die genauen Daten könnt ihr euch ja nochmal auf der Website angucken oder mal jemanden fragen. Und das hier, ja, der Stecker, der muss da so reingeschraubt werden in das Antennenblech. Aber jetzt kommt das, was am meisten Spaß macht. Das Braten. Schön festmachen. Und das schon mal bereitlegen. Und der Lötkolben, der war schon eingestöpselt. Das hat mein Assistent vorhin schon mal so vorbereitet. Und jetzt Zinn auf den Kolben, auf den Stecker. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das kann jetzt ein bisschen dauern, weil da muss man sich sehr konzentrieren.
Aha, das war schon mal das Erste. Naja, ich habe noch nicht so oft gelötet, wisst ihr ja. Ich bin mehr so der Wald- und Wiesenmensch. Jetzt müssen wir das andere noch anlöten. Das ist noch schwerer. Vielleicht fragt ihr doch mal euren Papi, wie man das so richtig macht. Um Gottes Willen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen schön biegen. Flügelchen noch ein bisschen nach oben. Ah, aber es sieht schon ganz gut aus. So, und jetzt sind wir fertig. Ich kann euch das gerade noch mal zeigen. Hier ist unsere Antenne. Hier kommt das Internet an, durch die Luft. Und das trifft dann auf den Kupferdraht. Und durch den Kupferdraht in den Stecker. Und durch den Stecker in die Platte. Und durch die Platte in das schwarze Kabel in die Tupperbox. Das kennen wir ja schon. Und was braucht man noch? Man braucht Lötzinn. Man braucht einen Lötkolben. Und ein bisschen Übung damit. Nicht so wie ich. Was zum Abmessen und eine Gebrauchsanleitung. Ganz detailliert. Aber wie gesagt, ihr könnt das ja alles nochmal bei freifunk.net nachgucken. Und jetzt viel Spaß beim Antennenbraten. Mmh. Hummus. So fleißig, oh la la.